Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Condor. Ja, ich bin ja elendig draufgegangen, wo wir nach Sethanon wollten, hier oben im Norden, weil da so jede Menge von diesen Geisterwesen waren. Aber wir werden uns der jetzt trotzdem nochmal annehmen. Ich habe nochmal dahin gespielt, habe auch das Feilschen gerade was höher gebracht gehabt. Da Feilschen 88. Mal ein bisschen günstiger durchkommen. Ich hoffe, die letzten 12% werden so im Spiel von alleine hochgehen. Und ja, ich habe sie jetzt etwas verstärkt, die Charaktere. Das heißt, wir tun hier Schutzzauber drauf. Da ist schon was drauf. Ja, da kriegt er hier noch irgendeinen Schutz. Was geben wir ihm denn da? Da, Drachenhaut. Oder was das da war. Drachenstein, genau. Irgendein magischer Schutz ist da dann drauf. Feuerklingeresistenz, okay. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt gegen die. Das war besserer Schwertkampf. Das nehmen wir mal. Und ihm geben wir das jetzt auch. Und was können wir noch machen? Ja, die guten Bolzen. Ja, die werden wir nicht brauchen. Wir gehen in den Nahkampf. Und ich werde mal mit dem Schutzzauber agieren dieses Mal. Schauen, ob das irgendwie klappt. Und los geht's. Payback Time, hoffe ich. Bam! Ja, schade, dass ich die Schutzzauber nicht draußen schon auf die legen konnte. Verteidigung, Nahkampf an. Das machen wir bei allen aus. Zaubern an. Jetzt geht's um die Wurst, Jungs. Nimm das! Ja, getroffen, sehr gut. Ja, der sollte erstmal hier in Sicherheit irgendwo hin. Mistkerl, soll der den Frieden lassen? So, einen haben wir. Ah, gemein. Das ist wirklich die Übermacht. Das hat ein bisschen mit Glück zu tun auch. Ah, ich muss Schutzzauber auf die legen. Kaputt. Wieso hat er denn nicht drauf gefeuert? So, Schutzzauber. Und zwar haben wir die wo? Einladung, Flussgesang, Feuer aus Eis. Dass das Schwert extra Feuerschaden anrichtet, ist natürlich auch nicht schlecht. Haut des Drachen, das war das mit der unsichtbaren Rüstung. Das war auf jeden Fall sehr gut, glaube ich. Schützt vor Schaden. Auch nicht schlecht, aber wir nehmen hier Haut des Drachen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie mehr Schaden ist. Hält die länger aus, dann war es die Rüstung. Machen wir es mal auf 10. Dasselbe nochmal hier. Oh, der will fliehen und ich komme nicht ran. Mist. Oh, gar nicht gut. So, einen haben wir.
Was können wir denn noch machen hier? Schützt vor Schaden. Das klingt doch gut. Mal schön was blenden. Salz in den Augen. Juhu! Puh! Das war ein krasser Fight. Zaubern verbessert. Sehr gut. Ja, rasten wir erstmal voll. Aber es bekommt jeder noch so ein Kraut. So, Heilung verbessert. Ja, und wir reparieren natürlich die Waffen. Rüstung ist alles in Ordnung. Halt die Waffe darüber. Siebenundneunzig, warum? Krieg ich nicht höher, okay. Ja, Schutz machen wir erst im nächsten Mal wieder drauf. Sieht ja alles noch so in Ordnung aus. Ach, haben die jetzt alle genommen? Halt 100%. Alles auf halt 100%, sehr gut. Dann rasten wir voll. Zum Glück können wir hier nachts nicht irgendwie angegriffen werden, was ja der Fall ist, zum Beispiel bei der Nordland-Trilogie. Und wir setzen hier mal ein Lesezeichen. Gorath hielt an und blickte in der Ferne. Nachdem er ein paar Sekunden nachgedacht hatte, wandte er sich um und begann zu sprechen. Ja, Hühnerauge gesagt ihm, Bösartiges ist da. Ja, es macht uns nichts, wir gehen da jetzt trotzdem hin. Vier Stück. Okidoki. Sehr gut. Des Drachen. Ja, ist die Frage, vielleicht reicht auch 5. Ah, sie kommen näher. Halt die mal auf. Oh, scheint keinen Schaden genommen zu haben. Verwirrt feindliche Sprüche, Weber.
Ah, da kann ich aber nur einen machen. Naja, das ist blöd. Das machen wir nicht. Ich brauche irgendwas, was ganz viel auf einmal lässt. Das ja für eine kurze Zeit erblinden. Komm, wir attackieren von hinten, würde ich sagen. Yeah, nice one. Das ist nicht gut. Nein! Verdrückt! Mist! Ah, sowas Doofes. So, da der nicht mehr viele Punkte hat und jetzt das auf seine Gesundheit geht. Ja, komm, da würde ich sagen, einfach nur resten. Er hat es auf mich abgesehen da unten. Gefällt mir gar nicht. Macht sie kalt. Sind da noch zwei? Puh, das sind echt harte Kämpfe. Stärke hat sich verbessert. Heilt 4%. So, jetzt ist auch auf 100 repariert, sehr gut. Keine Ahnung, warum das eben nicht ging. Und wir rasten uns natürlich wieder voll. Lecker. Ein bisschen Schutz drauf. Auch mal ein bisschen Schutz drauf. Hier ein bisschen Eisschaden noch. Seine Klinge war sowieso schon. Können wir die zusätzlich noch? Ja, sehr gut. Und ja, hier, er braucht auch ein bisschen Feuerschutz. Und dann setzen wir mal ein neues Lesezeichen. Und wagen uns mal wieder ein Stück weiter vor.
Die Straße vor ihnen sah seltsam aus. James war nicht sicher, was ihn an der Straße so beunruhigte. Die ganze Gegend kam ihm jedoch unheimlich vor, und er war nicht sicher, ob er der staubigen Straße, auf der sie sich befanden, noch weiter folgen wollte. Vor uns liegt Sethanon, sagte er. Sollen wir weitergehen und uns dort einmal umschauen? Ja, mach mal. Haha, wir haben Sethanon erreicht. Sethanon war ebenso Bestandteil der Legenden über Midkemia wie die Göttergeschichten, die von den Priestern in den Tempeln erzählt wurden. Es war eine schäbige alte Geisterstadt. Beim Vorbeigehen an der Backsteinmauer waren ihnen die Worte aufgefallen, die mit Schafsblut darauf geschrieben standen: Vergebt uns nicht. So, was haben wir? Hier können wir was untersuchen. Hier können wir rein. Und das war's schon. Die Neugier übermannte James. Er fiel auf seine Hände und Knie und begann, die Steine in der Hoffnung beiseite zu ziehen, etwas Interessantes zu finden. Ja, und wir finden was richtig Cooles. Nehmen wir natürlich alles mit. Wie sieht's hier mit dem Proviant aus? Verdorben. Verdorben. Ja, das liegt hier sehr wahrscheinlich schon lange. Jo. Seil. Zwar war es enttäuschend kurz, aber das Stück Seil schien stark genug zu sein, um das Gewicht eines Mannes zu tragen. Ja, die Zaubersprüche kriegt natürlich alle er. Kein Platz mehr. Egal, lernen die Zaubersprüche. Den kennt er schon. Okay. Können wir verkaufen, kein Problem. Ja, da rein können wir, glaube ich, noch nicht. James schaute in die Spalte. Er stand auf den Trümmern von Sethanons altem Hort und war vom Anblick der Tausenden von Moredelknochen erschüttert, die benutzt worden waren, um den Untergrund aufzuschütten. Er war zwar neugierig herauszufinden, was dort unten verborgen lag, hatte jedoch nicht das geringste Bedürfnis, sich durch die vermodernden Leichen hindurchzugraben. Ja, können wir momentan nicht hin, aber wir kommen später im Spiel, kommen wir da rein. Geht nur momentan halt noch nicht. Aber ich wollte halt hier hin wegen den Zaubersprüchen, und es waren ja ein paar coole Kämpfe jetzt. Mal gucken, ob wir auf dem Rückweg nochmal was erleben werden. Nein, haben wir es sicher überstanden. Nett, nett. Alles klar, ja. Sind wir natürlich gut bewappnet jetzt und werden jetzt mal östlich weiterziehen. Nacht. Ja, wir könnten eigentlich mal den Wall aufsuchen und uns stärken. Was? Können uns mal. Ja, 25 Dukaten gebe ich nämlich lieber hierfür aus. Und sind jetzt wieder voll gestärkt. Geiles Teil. Da, nice. Ich sollte mal bei allen wieder das Kundschaften und Scharfsinn erhöhen. Sie waren nicht alleine. Gorats Puls beschleunigte sich, als er sah, wie eine einsame Gestalt sich ihnen näherte. Als es jedoch offensichtlich wurde, dass man sie nicht angreifen würde, beruhigte er sich etwas und versuchte zu erkennen, wer auf sie zukam. Abok. Verzeiht, ihr Herren, ich werde euch nur wenige Minuten aufhalten. Könnt ihr mir den Weg nach Lython zeigen?
Man sagte mir, dass es dort jemanden gebe, der meine Dienste benötigte, um ein Weber-Schloss aufzubrechen. Der Brief, den ich dort erhielt, klang äußerst eilig. Unmöglich. Ein Weber-Schloss kann nicht aufgebrochen werden. Vielleicht nicht von euch, aber jemand, der in der Kunst der Vorsicht geübt ist, weiß wohl, wie man auch das schwerste Schloss öffnet. Es ist eine Frage der Geduld. Also der kann mir Schlösser knacken, höher machen. Wieder für 80 Gold, glaube ich. Brauche ich aber nicht mehr, da ich es schon auf 100 gebracht habe. Es kümmert mich nicht, wie geduldig ihr seid. Ein Weber-Schloss kann nicht aufgebrochen werden. Das sind nur eure Prahlereien. Und welchen Gewinn brächte es, Abuk Fremden etwas zu erzählen, das nicht wahr ist? Hä? Ich sage die Dinge nur, damit ich meine Dienste anbieten kann und ihr sie eines Tages benutzen könnt. Das sind nur einfache Tatsachen. Es gibt kein Schloss in diesem euren Königreich, das Abuk nicht öffnen kann. Nicht eines. Ist das wahr? Vielleicht könntet ihr uns lehren, wie man Weber-Schlösser aufbricht. Das würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich momentan habe. Ich habe die letzten 5 Jahre zu Füßen meines Meisters Kalipat im Schatten des Berges Ashunta verbracht, um die Kunst zu erlernen. Aber ich kann die Fähigkeiten, die ihr schon besitzt, vielleicht verbessern. Eine kleine Gebühr von 70 Dukaten sollte mich für meine Zeit entschädigen. 70 Dukaten für eine Lektion im Schlösser aufbrechen? Das ist ja Diebstahl. Ihr seid weise. Ich sollte mich nicht selbst auf diese Art betrügen. 80 Dukaten, aber ich kann meinen Preis nicht weiter erhöhen. Trotz der Unterwürfigkeit, die ihr vor mir zeigt, seid ihr mit dem Angebot einverstanden? Ja, so siehst du aus. Nee. Es gibt viele Dinge, die ich im Leben genieße, aber die Verschwendung schwer verdienten Geldes gehört nicht dazu. Jedermann, der behauptet, ein Weber-Schloss öffnen zu können, ist zweifellos ein Betrüger. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde über diese Dinge nachdenken, während ich Lyton eines öffne. Falls ihr eure Meinung ändern solltet und wir uns wieder begegnen, wäre ich bereit, euch Dinge zu lehren, die ich unmöglich wissen kann. Gute Reise. Danke und guten Tag. Ja, der blöde James ist ein bisschen mürrisch. So, hier kommen wir in ein neues Gebiet. Und eine neue Stadt werden wir jetzt gleich aufsuchen. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Break. Machen hier wieder eine kleine Pause. Speichern. Wo sind wir denn jetzt? Hatte wieder eine längere Pause. Let's Play 65. So, bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.